Ja, herzlich willkommen bei youtube.de. Wir wollen mal heute die neue Vinylbox auspacken und wir sind natürlich schon ganz aufgeregt und es sei euch schon versprochen, einen kleinen Jimmack haben wir natürlich eingebaut. Leider ein bisschen abgestoßen hier, die Lieferung. Schade. Es geht los. Schwierig rauszukriegen. So. Das sieht so aus von innen. Und fangen wir gleich mal an. Wow. Tolles Cover. Madison Square Garden. Wir haben ja gerade gelernt, Bullet the Blue Sky ist gar nicht von dem Abend, wie es hier drin steht. Hier gibt es noch einzelne Hüllen. Ganz toll, hier auch Bono. Einzelne Hüllen für die Platten. Weiter geht's. Dann natürlich das Album selbst. Gut, das hat man ja sowieso schon als Platte zu Hause. Mit dem berühmten Bild hier unten. Ihr kennt ihn, den Fehler hier unten. Der umgedrehte Spiegel, der aus Versehen mit aufs Bild gekommen ist. Und auch hier gibt es noch extra Hüllen, um dann die Platten da noch auszuholen. Dann haben wir hier Fotos von Anton Corbijn, das wollen wir gleich öffnen. Hier die ganzen Remixe und Outtakes, B-Sides. Im Grunde hat man das ja alles schon seit 2007 zu Hause, ist jetzt nicht wirklich neu. Gut, die Remixe halt. Müsst ihr wissen, ob ihr Lust habt, die euch anzusehen, anzuhören. Ja, und dann natürlich das tolle Buch. Auch witzig, der Joshua Tree aus einer anderen Perspektive. Mit tollen Fotos von The Edge. Übrigens seinem Vater gewidmet. Und dann seht ihr hier ziemlich coole Bilder dazwischen, muss ich sagen. Die Bilder hier, das ist neben dem Joshua Tree, dieser kleine hier. Viele Bilder, sag ich mal, sind zwar neu, aber sind natürlich entstanden an Locations, die man kennt. Dieses Bild war definitiv auch in U2 and I von Anton Corbijn. Ja, und seht einfach selbst, sind wirklich eine ganze Menge schöner Bilder drin. Schon eine tolle Sache. Und dann natürlich auch ein Höhepunkt, Fotografien von Anton Corbijn, entstanden im Dezember 1986. Damals sind U2 ja mit Steve Averill, Anton Corbijn und Co. In der Wüste gewesen und haben die ganzen Aufnahmen gemacht. Und da wollen wir uns mal anschauen, hier die Bilder. Also wirklich tolle Bilder hier. Bodie Ghost Town, Harmony Motel, natürlich hier eben. Ja, das ist ein Blick, bei dem die Frauenherzen höher schlagen natürlich. Und noch Adam. Nochmal Adam? Nochmal Adam? Was ist das? Ihr werdet es nicht glauben. Ich hab's dreimal. Ich hab statt 8 Stück, hab ich 10 Stück. Und dabei 1, 2, 3. Das gefällt nicht.